Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen zum Mut Talk mit Sarah Pallauf. Wir sprechen heute über den Mut zur Begegnung. Und dieser Mut Talk hat auch noch eine zusätzliche Funktion. Er ist nämlich auch ein Mutfunke in unserem Mutmacht, Mutstrahl Nummer 4, wo es um den Mut zum Du geht und heute speziell auch um den Mut zur Begegnung. Ganz herzlich willkommen, Sarah, und danke, dass du dir Zeit nimmst, heute zu Gast am Mut Talk zu sein. Ich möchte vielleicht ganz kurz erwähnen, woher wir uns kennen. Ich glaube, wir haben uns bei einem Mutcafé zum ersten Mal gesehen und sind dann in Verbindung geblieben. Du hast auch einmal als Impulsgeberin bei dem Mutcafé teilgenommen, wo es ein bisschen ums Thema Reisen gegangen ist und Frieden. Eines deiner Projekte vorgestellt, die meiner Einschätzung nach auch gut zum Frieden beitragen. Und hast mich dann wissen lassen, dass deine brandneue Website online ist, Dunja. Und da bin ich dann ganz aufgeregt geworden und habe mir gedacht, hey, da geht es um Begegnung. Das passt ja ganz, ganz wunderbar zu unserem Thema Mut zum Du, Mut zur Begegnung. Vielleicht magst du eingangs ja kurz einmal erzählen, was ist Dunja? Gern. Ich freue mich gerade sehr über die Einladung, Ira. Also gebe ich zurück die Freude. Was ist Dunja? Dunja hat sich für mich im Laufe des letzten Jahres so entwickelt und hat jetzt quasi eine Plattform bekommen in Form einer Website. Dunja trägt den Untertitel Lebenswelten in Begegnung. Und das ist es eigentlich auch schon sehr auf den Punkt gebracht. Also mir geht es darum, also ich habe Initiativen, die Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten zusammenbringen. Das ist Dunja. Und Dunja heißt eigentlich auf Arabisch und auf Türkisch Welt oder Erde oder hier und jetzt. Insofern, genau, passt es auch nochmal zu den Lebenswelten. Hey, jetzt bin ich ganz überrascht. Das heißt Welt, Erde und hier und jetzt, alles gleichzeitig? Ja, alles gleichzeitig. Oh, das ist ja spannend. Ja. Und das ist also quasi dasselbe Wort, hat diese unterschiedlichen Bedeutungen oder ist das nur eine Lautähnlichkeit? Nein, ich glaube im Arabischen, also Hocharabisch ist ja so komplex, ich kann das auch nicht so gut, aber da ist es tatsächlich so als Gegensatz zum Jenseits auch, also so das, die Welt des Diesseits, so ist es gemeint, auch Dunja, genau. Und okay. Auch als Planet, also das umfasst irgendwie sehr viele Bedeutungen. Das ist eine wunderschöne Gedankenanregung. Du sagst, du hast jetzt schon erwähnt, dass du ein bisschen Arabisch kannst. Wie kam denn das? Ich glaube, grundsätzlich sind Sprachen so eine meiner größten Leidenschaften. Das hat irgendwie sehr früh begonnen mit Sprachen in der Schule. Und dann habe ich zuerst in der Türkei gelebt, eine Zeit lang, und dort Türkisch gelernt. Und danach wieder in Österreich meinen jetzigen Mann kennengelernt, der aus Syrien kommt. Und da war dann so der große Wunsch, dass ich irgendwie auch Arabisch lerne, um mit seiner Familie sprechen zu können. Und habe dann in Wien begonnen, Arabisch zu lernen und gemerkt, irgendwie funktioniert das so nicht in einem Sprachkurs, in einem deutschsprachigen Umfeld. Ich muss irgendwo hingehen, wo mich Arabisch umgibt. Und da gab es dann die Möglichkeit, in Jordanien zu arbeiten. Und damit war ich dann ein knappes Jahr in Jordanien und habe dort dann relativ gut Arabisch gelernt. Gehen wir da noch einmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, du hast eine Zeit lang in der Türkei gelebt. Was hat dich dorthin gezogen? Wie kam das? Die Neugierde kommt jetzt gerade als erste Antwort. Also wieder die Neugierde auf eine andere Lebenswelt. Ich habe damals im Master Deutsch als Fremdsprache studiert. Und so die Themen Migration, eben unterschiedliche Lebenswelten, haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr lang beschäftigt. Und da gab es so eine Praktikumsmöglichkeit. Und da war irgendwie... Da wurde empfohlen, in ein Land zu gehen, das man gar nicht kennt und dessen Sprache man nicht spricht, um diese Sprachlosigkeit irgendwie auch zu erleben. Und da gab es die Türkei, eine Stadt im Osten, die ich noch nie vorher gehört habe. Und nachdem ich da auch ein bisschen begonnen habe, Türkisch zu lernen und mich Türkisch sehr interessiert hat, hat sich das dann irgendwie angeboten. Genau, und da bin ich nach Erzurum gegangen. Das ist eine Stadt ganz im Osten der Türkei, also auf 2000 Metern Seehöhe, also irgendwie sehr... Vielleicht sehr anders, als man sich die Türkei normalerweise vorstellt. Also es ist dort ein großes Skigebiet und sehr, sehr verschneit im Winter und sehr kalt.
Genau. Ja, das ist allerdings ein ganz anderes Bild als so diverse Klischees, die man vielleicht im Kopf hat. Du hast auch schon mehrmals jetzt das Wort Lebenswelten verwendet, was ich sehr spannend finde in unserem Zusammenhang. Und du hast auch von Sprachlosigkeit gesprochen. Und das finde ich einen interessanten Ausgangspunkt auch, ja. Also in diese Sprachlosigkeit geworfen zu sein, in einer völlig fremden Lebenswelt, in einer Stadt, wo du nicht einmal den Namen vorher kanntest, ja, geschweige denn sonst irgendwie die Lebenswelt. Wie waren denn da deine Erfahrungen? Was hat das mit dir gemacht und was hat sich daraus entwickelt? Ich kann es fast vergleichen, Türkei und Jordanien, das war irgendwie doch recht ähnlich der Staat. Also schon dieses, was ich daraus gewonnen habe, ist, glaube ich, viel Verständnis für Menschen, die zum Beispiel in Österreich neu sind, für die diese Lebenswelt hier eine sehr neue ist. Also dieses Gefühl von, ich erinnere mich jetzt gerade sehr stark an Erzurum zurück in der Türkei, eben man kennt die Stadt nicht, ist orientierungslos, alles ist irgendwie doch anders und man ist so... Also ich habe das Gefühl, man geht dann so vorsichtig durchs Leben und versucht, in kein Fettnäpfchen zu treten, nichts falsch zu machen. Und ich habe mir die ersten Wochen in einem neuen Land immer ganz viel mit Zuhören, mit Beobachten, mit Fragen stellen beschäftigt, soweit es dann halt ging, sprachlich. Aber man ist so irgendwie immer so ein bisschen auf rohen Eiern unterwegs. Also das ist kein gemütliches, ich lebe meinen Alltag und alles ist irgendwie einfach und gut, so wie es halt in Wien auch für mich ist. Sondern schon ein sehr behutsames durch die Gegend streifen und schauen, mache ich alles richtig oder was bedeutet das? Da gibt es Situationen, die verstehe ich nicht. Genau. Und für mich war es so spannend, weil eigentlich jedes Mal, also mein erster Auslandsaufenthalt war in Litauen, da habe ich einen Freiwilligendienst gemacht nach der Schule. Und sowohl dort als auch später in der Türkei und in Jordanien, es gab immer diesen einen Tag, wo ich mich tatsächlich zu Hause gefühlt habe. Und das könnte ich fast, also der hat einen Tag im Kalender tatsächlich. Das war dieser eine Tag, wo plötzlich so ein Gefühl von Angekommensein da war. Ja. Und das war für mich immer auch ein extrem wichtiger Tag. Und plötzlich eben hatte ich den Eindruck, ich gehe nicht mehr vorsichtig, suchend und beobachtend durch die Gegend, sondern irgendwie mein Gang wird aufrechter und zuversichtlicher. Und das ist irgendwie, ja, man fügt sich ein in diese Lebenswelt. Und konntest oder kannst du immer noch festmachen, woran das gelegen ist, dieser eine Tag jeweils, was da den Unterschied gemacht hat, die Veränderung gebracht hat? Begegnungen. Also es ist tatsächlich so. Ich glaube, dass also sowohl in der Türkei als auch in Jordanien haben mich Menschen, finde ich, sehr warmherzig und mit sehr offenen Armen empfangen. Und es gab dann in beiden Städten, die mir beide neu waren, Erzurum und Amman in Jordanien, dann immer ganz viele Punkte in der Stadt, wo ich die Leute schon kannte. Also, und es war auch so einfach, Gespräche zu beginnen. Und alle waren irgendwie neugierig und interessiert. Und dann hat man in der Stadt so kleine Stützpunkte an Menschen, die man schon kennt und die man dann grüßt irgendwie, die einen wiedererkennen. Und das, glaube ich, war so das Gefühl von Vertrautheit und von Angekommensein in der Stadt. Also das hat schon sehr viel mit den Menschen auch zu tun. Und irgendwie gab es diesen einen Tag, wo ich das Gefühl hatte, boah, da haben mich jetzt gerade 4 Menschen gegrüßt, ich habe den Straßenhund wiedererkannt. Also wo dann plötzlich das Gefühl war, ja, die Stadt kennt mich und ich kenne die Stadt ein kleines bisschen zumindest. Du hast ja gesagt, das war eigentlich die Begegnung oder Begegnungen. Da möchte ich gerne ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Die Menschen, die waren ja die ganze Zeit da. Also du hast ja nicht in Isolation gelebt, sondern du hast dich zwischen ihnen bewegt, aber so wie du gesagt hast, ein bisschen wie auf rohen Eiern und so weiter. Und was macht es aus, damit Begegnung wirklich stattfindet? Oder wann würdest du sagen, es ist Begegnung? Was muss da sein? Was passiert da? Ich finde ein tatsächliches, also wie du gerade beschrieben hast, die Menschen waren vorher da und ich bin vielleicht zwischen ihnen durchgegangen, aber Begegnung ist dann für mich ein tatsächliches Miteinandersein oder in Verbindung treten oder aufeinander zugehen und irgendwie einen Raum gemeinsam betreten. Also wenn ich da beim jetzt einen Schneider einen Bekannten gehabt, den in Erzurum, wenn ich dann bei ihm gesessen bin und mit ihm diesen Tee getrunken habe, und ihm beim Arbeiten zugeschaut habe, dann entstand einfach ein gemeinsamer Raum irgendwie.
Und ein Gespräch oder ein Fragen oder ein einfach nur Zuschauen. Aber das war dann kein aneinander vorbeigehen, sondern irgendwie ein tatsächlich einander treffen. Das ist für mich Begegnung und sich einlassen, also sich füreinander Zeit nehmen auch. Ja, braucht es für diese Begegnung Voraussetzungen? Also kann die in jedem Moment und sofort stattfinden oder muss ich die in irgendeiner Form aufbauen? Was sind da so deine Erfahrungen und Gedanken dazu? Also wenn ich von mir spreche, in den anderen Lebenswelten, die ich kennenlernen durfte, war das, was wichtig, glaube ich, gerade am Anfang eben viel zuzuhören, viel zu beobachten, viele Fragen zu stellen. Wenig zu urteilen, wenig versuchen, die Schubladen im Kopf irgendwie ein bisschen zur Seite zu schieben auch. Also ja, da haben mir Leute auch Sachen erzählt, die ich vielleicht nicht verstehen konnte oder die vielleicht auch nicht meine Meinung sind, aber es war irgendwie auch nicht schlimm. Also ich habe mich so damit beschäftigt, eben so die fragestellende Person zu sein, ein bisschen dieser Blick von außen und das Interesse und diese Neugier für wie siehst du die Welt oder wie, und mir ist dann alles auch so verständlich erschienen. Also, dass wenn man halt eben ganz woanders groß wird, als wo ich groß geworden bin, dass halt dann andere Werte, andere Einstellungen vorherrschen, war irgendwie total klar, wenn man es dann selbst irgendwie erlebt hat. Ist es in diesen anderen Lebenswelten, meinst du, leichter gewesen, die Schubladen im Kopf zuzulassen oder aufzumachen? Ich weiß nicht, was da jetzt das passende Bild ist. Weil die passieren, die macht man ja auch nicht absichtlich, sondern das passiert einem ja oft, dass man dann merkt, ich denke jetzt komplett in Schubladen. Ja. Und passiert das weniger leicht in der fremden Lebenswelt oder ist das genauso da? Und du hast nur quasi mehr Anreiz gehabt, die Schublade, was ist denn das passende Bild, aufzumachen? Zuzumachen vielleicht. Also für mich war es leichter tatsächlich, ja. Aber ich glaube, das lag auch irgendwie sehr daran, wie die Menschen halt mir begegnet sind. Also ich habe da einfach auch, es hat mir total beeindruckt in allen Ländern, in denen ich war, mit welcher Offenheit und Neugierde mir die Menschen auch entgegentreten. Schließlich hätten sie oder haben sie genauso ihre Schubladen im Kopf gehabt und die waren für mich sehr wenig spürbar. Also da war sehr viel Offenheit auch da. Du hast ja schon angesprochen, dass du auch mit viel Neugierde in diese neuen Lebenswelten gegangen bist und dass die dir auch entgegengebracht wurde, also Offenheit und Neugierde. Glaubst du, ist das was, was sich gegenseitig quasi verstärkt hat? Also habt ihr euch mit der Neugierde auch ein bisschen quasi angesteckt? Ja. Okay. Ja, das glaube ich schon. Wenn ich bin ganz überzeugt davon, je nachdem, wie ich selbst in ein Gespräch gehe oder auf Menschen zugehe, dass das natürlich auch spiegelt oder dass das auf den Menschen auch einwirkt. Und Menschen haben sich auch gefreut, dass jemand da war, der ihre Geschichte hören will. Also dass plötzlich auch Gelegenheit war, sich zu erzählen oder das eigene Leben zu erzählen. Das war schon noch sehr spürbar. Ja, also ich glaube, wenn man da verschlossener reingeht oder mit gewissen sehr starken Klischees im Kopf in ein Gespräch reingeht, dass dann auch nicht so viel kommt von der anderen Person. Ja, weil ich finde das insofern auch einen interessanten Punkt, als so zu diesem Schubladendenken ja schon auch dazugehört zu sagen, ja, die Menschen in dem Land sind so und so. Ja. Und quasi einem ganzen Land sofort zuzuschreiben, die sind dort offen oder nicht offen oder nicht neugierig. Und vielleicht völlig zu ignorieren, dass es aber diesen Aspekt schon auch gibt, sind ja einzelne ausgewählte Menschen quasi und wie trete ich denen auch gegenüber? Hast du auch Erfahrungen gemacht und wenn ja, kannst du dich an die noch erinnern, weil das ist jetzt eine sehr detaillierte Geschichte. Ich behaupte jetzt einmal, Mensch ist ja nicht immer gleich gut drauf, ja? Und auch wenn man vielleicht grundsätzlich eher neugierig ist, also ich kenne das zumindest, ich bin sehr neugierig, aber ich habe auch Tage, da bin ich irgendwie so, wie soll ich sagen, abgefüllt mit Eindrücken oder so, ja, oder habe gerade wenig Energie und dann bin ich nicht neugierig. Ja. Bin müde, bin verschlossen, wie auch immer, also sowas gibt es ja auch. Ne? Und kannst du dich zufällig an Situationen erinnern, wo du vielleicht auch in so, eher so einem Zustand warst, das heißt nicht die Offenheit, die Neugierde gehabt hast und ob wie die anderen Lebenswelten dir dann begegnet sind? Also nicht neugierig, habe ich, glaube ich, gerade keine Erinnerung dran. Mehr so an, erinnere mich, ich bin dann nach Ersoda wieder zurückgegangen, 2 Jahre später im Sommer. Und das war irgendwie schwierig, dieses Zurückkommen.
Es war dann auch Sommer, also Rom ist doch ein recht religiös-konservative Stadt und ich weiß, damit da dieses ständige Beobachtetwerden von außen, von NachbarInnen, von den Mitmenschen, dass es irgendwie anders ausschaut. Also ich habe mir irgendwie unwohl gefühlt im Sommer, interessanterweise, 2 Jahre danach. Was war da der Unterschied zum Winter? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Da war das Thema Kleidung, glaube ich, größer. Also wie okay. ziehe ich mich an? Ist jetzt... Gehe ich jetzt in einem mittelkurzen Rock durch die Stadt oder nicht? Also ich habe einfach mich da sehr, ja, sehr beobachtet gefühlt und merkt, da habe ich sehr gehadert mit dem, wie sehr anpassen an das, wie Frauen sich dort kleiden, wie sehr möchte ich meinen eigenen Kleidungsstil behalten. Also das war irgendwie schwierig. Da habe ich für mich gehadert und vielleicht auch keine so ganz gute Lösung gefunden. Und ich glaube, zu dem Thema, ja, da war jetzt nicht, da war vielleicht mehr Verschlossenheit da oder da war ich auch dann genervt manchmal. Das war irgendwie anstrengend. Ja, und wie hat sich das auf die Begegnungen ausgewirkt oder hat es sich so ausgewirkt? Ich glaube, dass ich weniger ins Gespräch gegangen bin tatsächlich. Also ich habe weniger, ich habe Dinge wahrgenommen, zum Beispiel, dass Menschen anschauen, wusste nicht recht warum, aber ich habe irgendwie nicht mich bemüht nachzufragen oder bin tatsächlich, interessant, wenn du so fragst. Bin, glaube ich, in dem Momenten weniger in die Begegnung und den Austausch gegangen, sondern habe halt so meine eigenen Erklärungen gehabt im Kopf, warum das jetzt so ist. Habe es teilweise mit Freundinnen besprochen aus der Türkei, aber bin wenig ins tatsächliche Nachfragen gegangen. Ja. Und glaubst du, wäre die Möglichkeit gewesen, so in der Rückschau diese Gespräche jetzt auch über dieses Unbehagen zu suchen, zu führen? Glaubst du, wäre dafür die Offenheit da gewesen, jetzt von den anderen Lebenswelten? Weil bei dir war es in der Situation offenbar nicht so stark ausgeprägt wie sonst. Hätten die anderen sie gehabt, glaubst du? Vielleicht schon. Also es ist ein neuer Gedanke, merke ich gerade, wenn wir darüber sprechen. Das habe ich noch nie so in der Rückschau irgendwie mir überlegt. Aber ja, vielleicht schon. Also ich merke, ich habe da eben Erklärungen in meinem Kopf gehabt, die überhaupt nicht bestätigt waren durch irgendwas, weil ich die Menschen eigentlich gefragt habe. Aber dieses Unbehagen zumindest zu äußern, hätte vielleicht schon noch was gemacht oder hätte vielleicht schon auch wieder Begegnungen oder Gespräche erzeugt, die vielleicht interessant gewesen wären letztlich. Sehr, sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ja. Vor allem, was ich so faszinierend finde, ist, dass du eben, so wie ich es verstanden habe, sehr viele und sehr viele verschiedene Erfahrungen in anderen Lebenswelten gesammelt hast und dadurch auch ein bisschen umdrehen kannst, wie geht es Menschen, die bei uns in eine andere Lebenswelt eintauchen. Weil das ist zumindest etwas, wo ich nicht so oft mit jemandem drüber sprechen kann. Das finde ich irgendwie sehr, sehr faszinierend. Und auch, wir haben beim Mut zum Du viel über Kommunikation gesprochen und da ist es aber eher um Beziehungen gegangen, die schon bestehen, wo es schon gewisse Gewohnheiten gibt und so. Und ich wollte dieses Gespräch mit dir auch so gerne führen, eben über Begegnungen, die jetzt eher, also Begegnungen auch im Sinn von, da war vorher noch nichts oder ganz wenig, ja, so diesen Anfang, eben auch die anderen Lebenswelten. Und was ich einen besonders spannenden Punkt finde, ist da auch dieses, also auch der Mut zur Begegnung, dieser Schritt aus der eigenen, sagen wir mal, Komfortzone hinaus oder aus der eigenen Schubladen, den Schubladen in den Köpfen hinaus. Kannst du vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen, was spielt sich da so alles im Innenleben ab? Was hat sich in deinem Innenleben abgespielt? So an dieser Schnittstelle zwischen, okay, ich bin innerlich jetzt noch in meiner gewohnten Lebenswelt und ich merke aber, das Äußere ist anders, aber ich bin da noch nicht begegnet wirklich. Ja. Was passiert da an inneren Prozessen? Also es ist wirklich so ein, ich finde jetzt gerade so ein körperliches Dazwischensein tatsächlich auch, also wir reden jetzt auch wieder an die Momente vorm Losgehen, vorm Wegfahren oder Wegfliegen in die Türkei nach Jordanien. Da war immer dieser Moment von, toll, ich mache das und ich will das machen. Und gleichzeitig ist es, die Komfortzone ist doch behaglich und gemütlich und man könnte ja auch bleiben. Also ich finde, es passiert viel, also es ist ein großes Lernen für mich. Also das sind Gelegenheiten, mit Familien oder ganz, ganz anderen Regionen der Welt zu sitzen und zu sprechen oder einfach auch nur zuzuschauen. Am Anfang ist es ja wirklich viel Zuschauen.
ein Lernen, das für mich jetzt in meiner Wiener Blase vielleicht nicht so möglich wäre. Und es ist schon auch eben viel ein Nachdenken über mich selbst auch gewesen. Also ich glaube, ich habe mich sehr weiterentwickelt oder für mich viel gelernt. Eben ist das eine Beispiel, das ich vorher schon angesprochen habe mit der Kleidung. Wer bin ich? Wie wichtig ist was? Will ich genauso ausschauen wie alle anderen? Ist das dann irgendwie schlimm? Lasse ich dann einen Teil von mir zurück oder nicht? Oder passt das auch? Also ich wollte immer auch gern so aufgehen in dieser neuen Lebenswelt. Also ich habe auf meiner Website auch das Wort Chamäleon stehen und das habe ich tatsächlich so empfunden. So angekommen zu sein, dass man sich wirklich Teil der neuen Gemeinschaft fühlt. Das war für mich irgendwie eben auch ein wichtiges Ziel. Und sonst, wie ist der Anfang? Also der Anfang ist auch anstrengend. Also der braucht schon auch echt viel Energie. Und das ist immer wieder so ein kleiner Sprung ins kalte Wasser, aber den ganzen Tag und viele, viele Male am Tag. Und auch diese Sprachlosigkeit, die verbinde ich auch sehr mit dieser Schnittstelle. Also dieses ganz stark zurückgeworfen werden auf 4 Wörter, die man kann, oder 3 Sätze, und man kann das überhaupt nicht ausdrücken. All die tollen Gedanken, die im Kopf haben, kann ich nicht kommunizieren, weil ich kann einfach nur 3 Sätze sagen. Also da diese Unzulänglichkeit dann auch, also das eigene Ich irgendwie sprachlich nicht so ausdrücken zu können, das verbinde ich schon auch sehr mit dem Beginn. Und also ich habe sonst immer das Gefühl, ich bin ein Mensch, der in Gruppen sehr gern ist, der viel spricht, der sich wohlfühlt mit anderen, der dann auch gern Geschichten erzählt. Und da bin ich halt immer ganz anders. Die ersten Wochen in der neuen Lebenswelt bin ich halt extrem still und sitze irgendwo und schaue zu. Und das war schon auch immer sehr, sehr spannend zu schauen, wie geht es mir da, und ich habe mich selbst in einer sehr neuen Rolle oft wiedergefunden. Ja. Also wie ist es denn, die Beobachterin oder die Stille zu sein in einer Gruppe? Ja, welche Werkzeuge, Ausdrucksmittel, Ressourcen hast du denn in dieser Zeit der Sprachlosigkeit zur Verfügung gehabt, um trotzdem Begegnung vielleicht möglich zu machen, vorzubereiten? Mhm. Weil bis man so eine fremde Sprache lernt und sich halbwegs ausdrücken kann, also ich glaube, mit Interesse, Neugierde und Sprachbegabung geht das schon auch relativ schnell, aber trotzdem, es sind vielleicht, keine Ahnung, 2 Wochen, 3 Wochen, Monate, wo gar nichts geht, ne? Also ich glaube, dass Empathie nicht unbedingt eine Sprache braucht. Also dass man eben mit einer Person in Jordanien zusammengesessen bin oder mit einer Familie, auch wenn ich halt dann nur Gast war und nur zugehört habe, dann kann man trotzdem, glaube ich, auch körperlich oder so ausdrücken, dass man interessiert ist, dass man sich wohlfühlt, dass man wohlwollend ist auch. Also ich merke gerade das Wort Wohlwollen, verbinde ich auch sehr mit der Zeit. Da braucht es auch nicht unbedingt eine Sprache, also dass man da ist auch. Also ich bin auch versucht, sehr präsent zu sein und irgendwie zu signalisieren, ich interessiere mich für euch, auch wenn ich gerade noch nichts sagen kann. Bei dem, was du jetzt gesagt hast, fällt mir wieder das Wort Dunja ein und wie du die Übersetzung beschrieben hast. Also mir geht das jetzt nicht aus dem Kopf, ich finde das ganz, ganz faszinierend. Kannst du da auch einen Zusammenhang herstellen zwischen diesen Bedeutungen, dass es so Welt und Erde heißt und auch hier und jetzt, ist mir eingefallen, weil du jetzt präsent sein gesagt hast. Ja. Also ich kann das jetzt nicht wirklich auf den Punkt bringen, aber ich habe so das Gefühl, für mich schließen sich da intuitiv ein paar Kreise und weiß nicht, ob sie das bei dir auch tun. Wenn ja, kannst du es vielleicht näher am Punkt bringen. Ja, ich glaube, was du meinst, ich glaube, ich habe auch keine besseren Worte dafür. Aber ja, weil es auch gerade neu der Gedanke mit dem Dasein oder Präsentsein irgendwie auch so wichtig war. Ja, und also für mich stellt sich so die Frage, oder ich habe jetzt einmal die Hypothese, die ja auch völlig falsch sein mag, ja, aber dass es so Einblick auch gibt in die Sicht auf die Welt, ja, also so wie nehme ich die Welt, die Erde wahr, und dass das Wort hier und jetzt vielleicht diese Sicht auch irgendwie ausdrückt. Ja. Mhm. Also auch unser Leben auf dieser Erde ist das, was im Hier und Jetzt passiert, was man vielleicht jetzt in unserer Lebenswelt nicht so beschreiben würde, weiß ich jetzt nicht, ja, aber... Das finde ich irgendwie gerade irrsinnig spannend. Also vielleicht magst du da auch noch mal ein bisschen nachspüren oder so.
Also mir kam jetzt gerade ein Gedanke, plötzlich ein Buch gelesen von der Kübra Gümüşay, Sprache und Sein, und da beschreibt sie eine Sprache, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wie sie hieß, die keine Vergangenheitszeit hat. Oh, also wo Menschen nur im Präsens sprechen können. Und da stellt sie halt auch die Frage auf, was wäre denn, wenn auf Deutsch nicht das Perfekt so wichtig wäre, sondern wenn wir kein Perfekt hätten, wie würden wir denn dann leben? Also das fand ich unglaublich spannenden Gedanken. Das kam mir jetzt gerade, dass Sprache da auch irgendwie ausdrückt, wie man auch tickt oder wie halt in dieser Lebenswelt bei uns halt extrem wichtig, was vorher war und was früher war und was ich gemacht habe. Und vielleicht ist es, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, sogar ganz schön schwerfällt oft. Das kam mir jetzt gerade als kleiner Exkurs, was Sprache angeht. Das finde ich urfaszinierend. Mhm. Ja, weißt du zufällig, welche Sprache das ist oder ungefähr in welcher Weltgegend? Ich glaube, dass es ein Stamm im Amazonas war. Okay. Ja. Und die auch, wenn sie gefragt werden, was war denn früher, also da gab es irgendwie Studien oder Forscher, Forscherinnen, die zu ihnen gefahren sind, und sie gefragt wurden, was früher war, war immer so, na, früher war nichts. Also alles war immer schon so, wie es jetzt ist. Also da war selbst diese Frage, was war, wie ist die Welt entstanden und so, irgendwie ganz, konnten die Menschen überhaupt nichts damit anfangen. Sehr faszinierend. Also, ja. So, wie du das jetzt erzählt hast, ist mir auch eingefallen, also in unserer Sprache und ich glaube in allen Sprachen, die ich kenne, also vorwiegend romanische Sprachen und Englisch noch, es gibt eigentlich immer nur eine oder zwei Gegenwarten. Ja? Und also im Deutsch glaube ich überhaupt nur eine, das weißt du wahrscheinlich besser. Und es gibt aber eigentlich drei Vergangenheiten. Mhm. Nicht so Vorvergangenheit, Mitvergangenheit, Vergangenheit und so. Es gibt zwei Zukunften eigentlich. Ja. Also es ist auch interessant, nicht, dass die Gegenwart auch sprachlich vergleichsweise relativ wenig Entfaltungsmöglichkeit oder Ausdrucksmöglichkeit hat. Nicht? Ja. Und so ein Durchgangspunkt ist so in diesem Zeitkontinuum, das bei uns sehr logisch gestaltet ist. Nicht? Also da gibt es ja Gründe, warum ist was vor Vergangenheit, Vergangenheit und so weiter. Nicht? Das ist eigentlich sehr, sehr logisch aufgereiht. Nicht? Und die Gegenwart ist da eher so ein bisschen so ein Durchgangsstadium. Ja, voll. Also ich finde es extrem spannend, wie sie das in Sprachen abbildet. Das auch an Türkisch und Arabisch gedacht. Das wollte ich dich gerade fragen. Ja. Also auf Türkisch gibt es dann noch so eine allgemeingültige Gegenwart. Also gibt es ja auch mehr Gegenwartszeiten. So von Dingen, die immer so sind. Ich kann es gerade schlechter beschreiben, aber so etwas, wo ich sage, das Wasser schmeckt gut und ich bin davon überzeugt, dass das auch morgen und in 2 Wochen noch gut schmecken wird. Da gibt es eine eigene Zeitform dafür. Mhm. Und dann gibt es auch eine Zeitform für Wünsche, die ich immer ganz wunderbar fand, die so einen ganz großen Stellenwert im Türkischen hat. Dass man Menschen halt Sachen wünscht. Und da habe ich auch gemerkt, in Deutsch hat mir das sehr gefehlt, dann als ich wieder zurückgekommen bin nach Österreich, dass man nicht so viele schöne Wünsche hat für möge deine Müdigkeit vergehen und möge deine Arbeit leichter werden. Also das sind so, also mit möge kann man es irgendwie auf Deutsch übersetzen, aber eigentlich ist es eine eigene Zeitform für Wünsche. Genau. Ja, okay. Und im Türkischen ist das, hast du gesagt. Mhm, genau. Mhm. Und weißt du über das Arabische auch ein bisschen Bescheid? Ich überlege gerade, aber das ist relativ, das ist fast wie im Deutschen. Also mit irgendwie Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit ist da recht ähnlich. Mhm. Wobei ich schon merke, also schon in den beiden Regionen, in denen ich gelebt habe, zumindest die Menschen, mit denen ich umgeben war, also das ist Pläne machen, war schon auch sehr anders, als ich es in Österreich kenne. Also das ist ein Terminkalender, mach mir ein Treffen mit dir in 3 Wochen aus. Das fanden bei meinen jordanischen Freunden immer sehr komisch. Das war halt irgendwie alles viel kurzfristiger und das passt zum Hier und Jetzt eigentlich. Also in Jordanien war es ganz üblich, dass man sich was ausmacht in 3 Tagen und dann am selben Tag nochmal kurz abcheckt, hast du noch Lust drauf? Mhm. Und da war es total okay zu sagen, eigentlich bin ich jetzt müde oder möchte halt gar nicht reden und machen wir es anders mal. Das fand ich extrem angenehm, weil irgendwie in Österreich ist es, man macht sich was aus für 3 Wochen, wo ich jetzt mal nicht weiß, wie es mir dann gehen wird. Fand ich das total sympathisch in Jordanien, dieser kurze Check, was ist jetzt gerade bei dir? Passt das jetzt gerade noch oder sollen wir es lieber absagen?
Ja, das hat mir sehr gefallen. Sehr spannend. Wir haben jetzt schon, weil es scheint uns auch ein bisschen zu verbinden, die Begeisterung, die Neugierde auf Sprache und so weiter. Aber Sprache ist ja auch ein Thema für dich auf deiner Dunja-Website. Sprache in Begegnung hast du es, glaube ich, genannt, einen dieser drei Bereiche, mit denen du dich beschäftigst. Was bedeutet denn das genauer? Was tust du da? Also das hat sehr viel mit Jordanien zu tun. Also ich bin dann nach Jordanien gegangen und wollte dort Arabisch lernen und habe in einer Sprachschule gelernt, wo eine sehr neue Sprachlernmethode gelehrt wird. Die heißt GPA, Growing Participator Approach. Und die ahmt nach, wie, also das, die Idee, dass man Sprache lernt, wie man sie als Kind auch die erste Sprache gelernt hat. Nämlich am Anfang fast nur durch Hören, indem Menschen mit dir sprechen, dir irgendwie halbwegs verstehbaren Input liefern und du bist aber still die ersten 100 Stunden eigentlich, sprichst du noch gar nicht. Und ich habe das irgendwie ausprobiert und fand es unglaublich spannend und kam auch ein bisschen nach Jordanien mit dem Gedanken oder mit der Erfahrung, dass in Österreich Sprachkurse nicht immer so, also immer sehr ähnlich ablaufen und für manche Menschen vielleicht gut passen, aber ich auch immer wieder beim Unterrichten viele Menschen getroffen habe, die sagen, eigentlich mache ich jetzt meinen 10. Sprachkurs und es geht überhaupt nichts weiter, es ist irgendwie langweilig, ich fühle mich da nicht wohl. Es ist Fahrt, Grammatik zu lernen, Tabellen auswendig zu lernen. Und für mich ist eben Sprache auch was, was ich immer in Begegnung gelernt habe. Und diese Methode hat dann total gut gepasst, weil das, man arbeitet mit kleinen Spielfiguren, mit einem Verkehrsteppich und man tut sehr viel, es ist sehr viel im Tun. Genau, das hat bei mir einfach echt gut funktioniert und ich habe Arabisch halt in 10 Monaten gelernt, auf einem Level, das mir nie gedacht habe, dass das möglich ist. Genau. Und diese Methode wollte ich danach eigentlich noch nach Österreich zurückholen. Also das ist auch Teil von Dunja, dass ich Deutsch-Sessions anbiete mit dieser Methode. Ich bin nachher dann fortgebildet zu der Methode und habe halt gerade sehr Lust, irgendwie in Österreich was aufzubauen, was das in Österreich noch gar nicht so gibt. Und ich glaube, dass es genug Menschen gibt, die das spannend fänden und die eben in Sprachkursen sitzen, aber eigentlich die Methode dort für sie nicht so richtig passend ist. Was wird da bei diesem Aufbau helfen? Also Dunja zu verbreiten hilft immer. Ja, also ich bin gerade dabei, jetzt den ersten Schüler nächste Woche, mit dem wir zum ersten Mal jetzt treffen und schaue, wie das online auch klappt. Ist er online? Also der möchte gerne online lernen. Genau, also möchtest du selbst Erfahrungen sammeln. Ich kenne das eben als Teilnehmerin die Methode sehr gut, aber als Trainerin noch wenig. Also da Möglichkeiten haben, mich auszuprobieren und irgendwie an Deutschlernende zu kommen, die sagen, ich habe da Lust auf was Neues oder ich bin gerade unzufrieden mit dem Sprachkurs. Oder auch, ich bin lang hier und Deutsch ist für mich, also ich kenne so viele Menschen, die sagen, Deutsch ist für mich, was, das spreche ich nur im Sprachkurs eigentlich. Und es bleibt auch dort und der Rest meines Lebens ist in anderen Sprachen oder ich habe überhaupt keine Möglichkeit, mit Deutsch tatsächlich so zu begegnen und so tief einzutauchen. Und da passen eben zwei Teile von Dunja dazu, die Sprachen in Begegnung und eben auch die Wanderungen mit Begegnung in Bewegung. Also dass es auch die Möglichkeit gibt, die Sprache tatsächlich in Verbindung mit anderen zu üben und auszuprobieren. Erzähl doch ein bisschen mehr darüber, was du da machst bei Begegnung in Bewegung. Genau. Das ist fast ein Zungenbrecher. Ich bin ein Zungenbrecher. Das müssen wir immer kurz erzählen. Also Begegnung in Bewegung kommt irgendwie aus zwei Erfahrungen. Die eine, eben die mit den Sprachkursen, dass es viele Menschen in Wien gibt, die für dieses klassische Sprachkurs-Setting wenig passt und die eben sagen, ihr überhaupt keine Möglichkeit, die Sprache sonst auszuprobieren. Ich kenne eigentlich niemanden. Es ist extrem schwierig, Freundschaften zu knüpfen in Österreich. Ich komme gar nicht dran an ÖsterreicherInnen oder Menschen, die schon lange hier sind. Genau, und das Zweite war, dass ich in Jordanien an einer Wandergruppe teilgenommen habe und da erinnere ich mich nur ganz genau, über den ersten Tag mitgegangen, das war eine uranstrengende Wanderung in einem tiefen Tal Richtung Totes Meer und bin nach Hause gegangen und habe so gedacht, boah, ich habe irgendwie 3% verstanden, alle haben dauernd gelacht, ich habe nicht verstanden, worum es ging, aber irgendwie war das so wieder so ein, also dieser Moment, das sind mir dann immer so viel begegnet in anderen Lebenswelten, diese, jetzt ist eine wichtige Entscheidung, ist das jetzt der Sprung ins kalte Wasser oder sage ich, nein, ich gehe da nie wieder mit, das ist mir viel zu anstrengend. Und ich habe mir dann dafür entschieden und bin eigentlich jede Woche mit dieser Wandergruppe mitgegangen. Und im Laufe eines halben Jahres habe ich nicht nur Jordanien super kennenlernen können, sondern auch einfach Arabisch gelernt mit den Menschen, die mitgegangen sind.
und habe gemerkt, boah, diese Sprache lernen im Gehen, im Wandern, das war irgendwie genial. Also das war ganz natürlich. Man sieht halt dauernd Sachen am Weg. Man kann immer wieder fragen, man muss aber auch nicht immer sprechen. Also gerade am Anfang hat es mir sehr diesen Stress genommen, in einem Sprachkurs oder in einem Sprachcafé, wo man sitzt und irgendwie was sagen muss, war das einfach so ein schweigendes Gehen, dann kommen mal andere dazu, dann geht man alleine. Also es war sehr, sehr lebendig und sehr, ja, es hat diesen Stress irgendwie nicht gehabt, den man sonst oft hat beim Sprachenlernen. Und diese zwei Sachen wollte ich einfach verbinden und dachte mir, warum mache ich das in Österreich nicht auch und biete Menschen, die sich nach diesen Begegnungen sehnen und die auch sagen, ich möchte mal versuchen, Sprache anders einzutauchen oder möchte intensiveren Kontakt mit Deutsch, die Möglichkeit, mit mir auf Wanderungen zu gehen. Mhm. Genau, das habe ich lange ausgeholt, aber ja. Ja, super, super. Du, bei mir geht schon wieder das Gedankenfeuerwerk ab, weil was mir dazu jetzt, wie du erzählt hast, auch eingefallen ist, also dieses im Sprachkurs sitzen, ja, und dann vielleicht was sagen müssen, wo man dann so, jetzt muss ich was sagen, hoffentlich sage ich es richtig, weil es ja auch meistens um die richtige Anwendung von Grammatik und Vokabeln und so weiter geht. So irgendwie hoffen, man kommt nicht dran und gleichzeitig hoffen, man kommt dran, weil man will ja eigentlich was lernen, aber es geht so sehr, also es ist so der Fokus auf der Sprache und der richtigen Verwendung der Sprache. Und diese Wanderungen, von denen du erzählt hast, ja, ich denke mir, jetzt unabhängig von der Sprache, also wenn ich wandere, wenn ich in der Natur bin, da geht es eigentlich ja auch um dieses Hier und Jetzt. Ja. Mhm. Sich auf den Moment einzulassen, die Natur irgendwie zu genießen, aufzusaugen. Und auch wenn ich jetzt mit Leuten in meiner eigenen Sprache unterwegs bin, man spricht vielleicht nicht die ganze Zeit. Ja. Weil es ist vielleicht so ein in sich gekehrt sein, ein auf die Natur lauschen, auch einmal Stille oder Schweigen zu genießen und dann ist es vielleicht auch plaudern, tratschen, lachen. Aber es ist so viel mehr eigentlich vom Augenblick und von dem Sein im Hier und Jetzt gesteuert, oder? Ja, absolut. Passt gut zu dem, passt, nun ja, nochmal, ja. Ja. Also nochmal das Hier und Jetzt. Ja, und auch, dass die Themen ganz einfach entstehen in dem, was halt gerade um einen herum ist. Also es hat mir immer, ich habe dann in Jordanien Deutsch unterrichtet an der Germanistik und dann gab es in dem Lehrbuch das Thema die Kleingartenvereine in Nordrhein-Westfalen. Und es war halt so das Gegenteil von hier und jetzt. Also man muss sich da mit Themen beschäftigen, die für die Lernenden niemals relevant sein werden. Oder das Thema Reisen und dann sind Menschen vor dir, die eigentlich kein Visum bekommen können. Und dann soll man halt Dialoge üben, wie man jetzt bei der Deutschen Bahn eine Fahrkarte kauft. Also das hat mir so widerstrebt, weil ich dachte, also es war eben auch im Unterricht mein Anspruch, das zu machen, die Sprache zu vermitteln, die halt echt wichtig ist. Und die ich wirklich, die Themen, die Menschen wirklich interessieren und die Sprache, die sie echt im Alltag auch brauchen. Das passt gut zu dem Hier und Jetzt, ja, zu schauen, was ist um mich herum. Und eben beim Wandern sind so schöne Dialoge entstanden und dann eben auch wieder Schweigen und einfach das, auch das Ankommen, also bin jetzt einige Mal im Herbst gegangen, da sind auch Menschen dabei, die sagen, boah, dieser Kallenberg, immer schon davon gehört, ich war noch nie dort. Also auch dieses in der Umgebung sich einfach mehr verbunden zu fühlen und in Wien mehr anzukommen. Und also auch zum Thema Begegnung, ich denke mal, wenn man gemeinsam etwas erlebt, ja, im gleichen Umfeld ist, im gleichen Tun ist, ist ja vielleicht Begegnung auch leichter möglich, weil es quasi immer einen verbindenden Kontext gibt, der in dem Augenblick gerade für beide aktuell ist oder neu ist oder so. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie die Kleingartensiedlungen in Nordrhein-Westfalen oder so, dass die ja auch den Raum für Begegnung eigentlich nicht nur nicht aufmachen, sondern im Grunde genommen zumachen. Das ist ja für beide Seiten eigentlich eine ziemliche Sackgasse. Du, da nur ein ganz kurzer Abstecher, weil du auch von Unterrichten und so weiter gesprochen hast. Was ist eigentlich so dein ursprünglicher Background oder ist das überhaupt die falsche Frage? Weil nicht jeder Mensch hat so diesen einen Background, aber hast du irgend sowas wie, keine Ahnung, eine Ausbildung oder einen Stammberuf oder sowas? Also ich habe Sprachen studiert, also auf der Romanistik, okay, und dann Literaturwissenschaft und dann den Master Deutsch als Fremdsprache gemacht. Und dann eine Zusatzausbildung als Alphabetisierungstrainerin
Und ich glaube, ab dem Moment, abgesehen von meinen Auslandsaufenthalten, war ich dann viel in Lebenswelten unterwegs, also in sehr bildungsbenachteiligten Gruppen, lange so türkische Hausfrauen unterrichtet, in einer Moschee auch in Wien. Genau, das war dann auch plötzlich, der erste krasse Abstecher in Lebenswelten, die es in Wien ja auch gibt und zu denen ich vorher einfach auch ganz oder überhaupt keinen Kontakt hatte. Mhm. Genau, zu sehen, wie es Menschen geht, die sehr lang hier sind und sich sehr wenig angekommen fühlen auch. Das war irgendwie ja. sehr spannend. Du, das finde ich ja jetzt auch besonders interessant. Also so, jetzt haben wir gesprochen über dein Eintauchen in diese dir nicht bekannten Lebenswelten und jetzt sind wir gelandet bei dem Umgang mit Menschen, die in dieser Situation sind. Und welche Erfahrungen machst du denn da mit dem Thema Begegnung? Also was mich irgendwie sehr geschmerzt hat, war eben zu sehen, wie es mir in der Türkei und Jordanien und Frankreich und wo auch immer ging, mit diesen offenen Armen, Menschen, die sagen, komm mit, iss mit uns, schau zu, wir erzählen dir was, wir erklären dir was, wir nehmen uns Zeit. Und in Österreich habe ich so den Eindruck oder bekomme halt viele Rückmeldungen von Menschen, die sagen, dass es ihnen hier viel schwieriger ist. Also, dass sie sich sehr schwer tun, mit eben Kontakte zu knüpfen. Ganz oft höre ich, die Leute sind immer beschäftigt, die haben alle keine Zeit. Ich habe einen Freund und der hat Zeit einmal im Monat. Also das kennen so viele Menschen eben, die sich das so wünschen würden, dieses mitgenommen zu werden in Familien, in Communities hier und sagen, wie mache ich denn das? Also wie, jetzt lerne ich Deutsch irgendwie jahrelang und dann habe ich gar keine Möglichkeit, eigentlich eben wirklich Begegnungen zu haben mit Menschen. Also ich habe das, zumindest die Rückmeldungen, die ich halt habe, das ist nicht auch nur ein Ausschnitt, klar, aber habe mir gedacht, wow, diese offenen Arme, die ich woanders erlebt habe, finden Menschen hier vielleicht nicht so sehr vor. Mhm. Also das, oder eben Themen wie Rassismus und so, das macht mich sehr traurig und treibt mir aber auch wieder sehr an, da irgendwie was dagegen zu machen. Ja. Also bei mir hat es jetzt schon wieder geklickt, auch zu diesem Punkt des Hier und Jetzt irgendwie, ja, wo du gesagt hast, also so die Rückmeldung ist, die Leute hier haben alle keine Zeit, ja. Und ich denke, das ist auch, also man hat quasi auch keine Zeit fürs Hier und Jetzt, ne, für das, was gerade ist, oder für die Menschen, mit denen man gerade begegnen könnte oder so. Und das ist ja auch gar nicht als Vorwurf gemeint. Ich denke mir, das ist halt, ja, haben wir uns natürlich diese Realität irgendwie auch so gestrickt, aber wir leben auch alle in ihr. Ne? Also das ist so viel unsere Lebenswelt. Ist das was du auch, wie du in anderen Lebenswelten warst, anders wahrgenommen hast? Also so quasi, gibt es dort mehr Zeit? Ich meine, Zeit ist immer gleich, aber wie man sie nützt und so, haben die Menschen in der Türkei, in Jordanien mehr Zeit? Nehmen sie sich mehr Zeit fürs Hier und Jetzt? Ja, ich glaube schon. Also mein Erleben war schon, vor allem, dass mehr Zeit für diese für Begegnungen und für soziale Bindungen ist. Also dass das ein, also ich erinnere mich einfach an der Türkei, Bericht von einem Freund, der sagt, ich bin am Weg zur Arbeit und dann ruft mein Cousin an und sagt, er braucht was Wichtiges und ich fahre natürlich zu meinem Cousin. Und ich weiß nur, dass ich in der Situation, wie er mir das erzählt hat, so gedacht habe, naja, aber er muss doch zur Arbeit gehen. Und er kam da zu spät und das hat gar keine Auswirkungen und für ihn war völlig klar, sein Cousin, keine Ahnung, braucht jetzt irgendwas und dann fährt er zu dem und hilft dem. Also das habe ich so schon sehr umgekehrt erlebt, wie ich es in Österreich erlebe. Also dass so Dinge wie eben Arbeit oder andere Verpflichtungen, die hier schon sehr viel vorgeben auch, ja, an einer anderen Stelle stehen in meinem türkischen Umfeld damals oder in Jordanien auch. Das, und da, also dass dafür mehr Zeit ist auch und dass das Tempo ein anderes ist. Also ich habe immer einen Eindruck gehabt, auch in Jordanien gab es ganz viele so kleine Gemischtwarenläden und da haben halt, sind dann Besitzer oder Besitzerinnen gewesen, die halt dann 10 Stunden offen am Tag oder 11 Stunden sogar oder im Ramadan noch länger. Aber es war halt, also es ist nicht, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl gehabt, die haben halt dort gearbeitet und der Laden war offen und haben verkauft, wenn jemand da war und sonst haben sie halt mit den anderen Ladenbesitzerinnen daneben auch mal Tee getrunken. Und waren dann auch mal kurz weg, wenn irgendwie zu Hause Mittagessen waren, sind sie wieder zurückgekommen. Also es war irgendwie ein anderes Tempo, ja. Vielleicht nicht unbedingt mehr Zeit an sich, aber eine andere Geschwindigkeit, ja. Und um wieder zurückzukehren, hier in unsere Lebenswelten, oder ich vermute, dass wir dahin können, du hast auch Menschen in Begegnung als eines deiner Themen bei Dunja. Worum geht es da genauer?
Also da geht es darum, also ich schreibe grundsätzlich gern, also erzähle gern Geschichten und schreibe gern und habe während meiner Zeit in unterschiedlichen Ländern immer wieder auch Texte geschrieben und wollte damit Menschen in Begegnung, ist ein Blog und bietet einfach meine Texte an zum Stöbern und zum Nachlesen aus den unterschiedlichen Lebenswelten und Orten der Welt mit Fotos, einfach Gelegenheit bieten, irgendwie einen Einblick zu schaffen in die Lebenswelten, in denen ich gelebt habe und so auch die Geschichten zu teilen von Menschen, denen ich begegnet bin auf dem Weg, weil mich halt immer wieder auch verblüfft hat, die vielen Gemeinsamkeiten, die es zwischen Menschen in wirklich allen Regionen der Welt gab. Also das hat mich jedes Mal gefreut, das zu erleben und habe immer so ganz viel Verbindung auch gespürt, egal wo ich unterwegs war. Vielleicht nur der Gedanke, wenn ich halt zurückkam nach Österreich, war immer so die Frage von anderen, ja, und wie war das jetzt in Jordanien? Und das ist doch alles ganz fremd und anders. Und habe innerlich immer ganz viel die Antwort gespürt, also so fremd und anders war es dann auch gar nicht. Also natürlich waren Sachen anders, aber eben in Begegnung mit den Menschen findet man so viele Themen, die alle gleichermaßen bewegen. Fragen, die alle gleichermaßen beschäftigen, egal ob ich jetzt in Wien mit jemandem spreche oder in Amman. Das war immer so meine erste innere Reaktion irgendwie auch auf die Frage, wow, wie war denn das jetzt so, wo ganz anders? Denn das ist, Dunja gibt es halt nur einmal, also der Planet ist irgendwie nur einmal da. Und so unterschiedlich ticken Menschen dann auch nicht. Mhm. Ich möchte gern mit dir auch noch über dieses Gemeinsame sprechen, ohne jetzt das Fremde, das andere quasi ganz wegzuschieben, weil ich finde, das macht ja auch einen Reiz aus, nicht? Also in andere Lebenswelten einzutauchen oder auch zu reisen, um einmal was anderes zu erleben, Tapetenwechsel zu haben und auch zu schauen, was ist dort nicht so, wie ich es gewohnt bin, hat ja durchaus oder kann auch durchaus was Reizvolles haben, wenn man das möchte, wenn man neugierig drauf ist. Aber ich habe das Gefühl, dass so in unserer Welt zurzeit sehr stark auch auf das Unterscheidende geschaut wird und das Trennende und viel zu wenig auch auf das Gemeinsame. Und du hast das jetzt so schön herausgestrichen. Kannst du ein bisschen mehr noch erzählen, was haben wir denn alle gemeinsam oder was war in deinen Begegnungen das, wo du eben gesagt hast, hey, das war so schön, so viel von dem Gemeinsamen zu erfahren und erleben? Also für mich waren es irgendwie so diese großen Fragen, die irgendwie alle beschäftigen. Also Frage nach Liebe, nach was ist nach dem Tod, gibt es da irgendwas oder nicht? Nach was ist wirklich wichtig im Leben, was ist essentiell? Also diese Fragen, finde ich, sind immer so überall wieder begegnet. Und dann gibt es verschiedene Schablonen, wie irgendwie ja, Religion oder das Tempo des Lebensalltags etc., die dann so drauf liegen. Aber die eben, je tiefer man geht in Gesprächen, dann einfach auch gar nicht mehr so wichtig sind. Also ja, so ist es mir irgendwie erschienen. Also dass so diese großen Fragen des Lebens und dass jeder versucht, so ein gutes Leben zu führen und für sich glücklich zu sein und für Mitmenschen da zu sein, das habe ich in so vielfältigen Versionen gehört, egal wo ich unterwegs war. Ich weiß auch nicht warum, aber mir kommen jetzt echt gerade die Tränen, ja. Weil ich mir denke, du hast das, darum wollte ich es auch noch einmal hören, du hast das so schön auf den Punkt gebracht, weißt, und ich habe so das Gefühl, dass das auch das ist, wonach sich auch so diese Bewegung für den Wandel so sehnt, ja, also einfach das gute Leben und das gute Leben für alle, ja, und ja, wie du gesagt hast, glücklich sein, so im Sinn von, ja, ich will, dass es mir gut geht, dass es den Menschen um mich herum gut geht, dass ich auch für andere was tun und beitragen kann und dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind, ja, also das war jetzt irgendwie so schön, weißt du, du hast das so, das ist so ganz leicht im Gespräch entstanden, ja, weil man denkt, das ist jetzt keine Schablone, die man einfach so sagt, sondern so aus deiner Erfahrung heraus. Und man dachte, ja, das ist es irgendwie. Mhm. Ja. Ist es nicht das, was wir wirklich alle wollen, alle 8 Milliarden oder wie viel wir jetzt sind? Ja. Und das habe ich jetzt auch so berührend gefunden, weißt du, wie du herausgearbeitet hast, es mag an der Oberfläche sehr unterschiedlich erscheinen oder es mag jetzt der Eindruck entstehen, ja, die Fragen sind vielleicht die gleichen, aber die Antworten können sehr, sehr unterschiedlich sein. Und du hast aber irgendwie so gesagt, im Gespräch, in der sich vertiefenden Begegnung wird es dann eigentlich immer ähnlicher. Ja, ja, das, ich denke mal, es zahlt sich so aus, eben auf diese Gemeinsamkeiten zu schauen. Also, und also auch so eine Gemeinsamkeit, die mir jetzt gerade noch kommt, ist, dass das Menschen gern erzählen und gerne ihre Geschichte erzählen. Also, dass sie auch diese Offenheit oder dieses
sich Zeit nehmen für andere Menschen in einer Begegnung auch so auszahlt, weil es so, also überall, wo ich war, habe ich erlebt, dass Menschen dann sich echt freuen über die Aufmerksamkeit und über, da ist wer und interessiert sich für mich. Also dass alle Menschen, glaube ich, auch das verbindet, dass man gern sich mitteilt und gern die eigene Geschichte erzählt. Mhm. Und aus dieser eigenen Geschichte, was ich eingangs schon erwähnt habe, finde ich auch ganz klar, also oft ganz verständlich ist, dass der Mensch so tickt, wie er tickt oder so tut, wie er tut, weil gewisse Erfahrungen dem zugrunde liegen oder eine gewisse, ja. Ja, ich glaube, dass auch, also dieses wahrgenommen werden von einem Gegenüber ja im Grunde genommen auch eigentlich erst so ein Gefühl von Bestätigung dafür gibt, dass man eigentlich wirklich existiert und auch wirksam sein kann in der Welt. Ne? Weil wenn ich durch die Welt gehe und versuche zu wirken und ich kriege aber überhaupt keine Resonanz, keine Spiegelung, kein Aufeinandertreffen und keine Begegnung, ja, dann habe ich das Gefühl, das fühlt sich nach Verpuffen an. Ja. Voll, dass es in diesem Du tatsächlich erst beginnt, also auch, dass das Ich dann klarer wird. Mhm. Und also ich denke mir jetzt gerade meine, egal ob jetzt Reisen oder eben das Leben in diesen anderen Lebenswelten, ohne diese Begegnungen, also es wäre wirklich, es wäre nicht nichts gewesen, aber es wäre so viel weniger wertvoll gewesen. Mhm. Weil ich mir überlege, was war jetzt so das Schönste, wenn man dann gefragt, und wie war die Natur und die Landschaft und das Essen und ja, das ist alles wichtig und war alles auch schön. Aber ohne die Menschen, die ich getroffen hätte, ja, das war letztlich das, was gezählt hat. Also ich habe auch dann diesen Abschied von Jordanien noch ganz stark vor Augen, dass ich eine kleine Abschiedsfeier gemacht habe. Und da kamen halt meine 20 Freunde und Freundinnen. Und das war das Allerwichtigste, dass sich dieses Netzwerk so aufgebaut hat und diese Menschen dann da waren. Was gibt es denn aus deiner Sicht noch zum großen Thema Begegnung oder vielleicht auch Mut zur Begegnung zu sagen? Gibt es irgendwas, was wir noch nicht berührt haben, noch nicht gestreift haben? Also ich glaube, ich kann mich nur wiederholen mit dem, ich habe gerade so gedacht an meine Frauengruppe, mit der ich Deutsch unterrichtet habe, in der Moschee damals vor einigen Jahren in Wien. Und ja, die halt auch nach 30 Jahren in Wien ganz wenig Deutsch gesprochen haben. Und vielleicht so am ersten Blick für jemanden, das sehr unverständlich erscheint oder auch bloß Irritation erzeugt. Und wenn man halt mit ihnen sitzt, in dem Fall konnte ich halt Türkisch mit ihnen sprechen, und sich ihre Geschichten anhört, dann ja, war auch das sehr verständlich. Also das ist Hinhören und versuchen, das Gegenüber zu verstehen, erklärt dann irgendwie auch so vieles und macht dann diese ja, Klischees oder diese Irritation irgendwie auch zunichte, also zerstört die dann auch irgendwie ganz schnell. Und das mit einem wohlwollenden Blick, also schon ja, sehr bemüht, dann immer einzufühlen in die Person, die halt vor oder neben mir sitzt. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz versuchen, noch einmal zusammenzutragen, diese Werkzeuge, Ressourcen, Möglichkeiten, die Begegnung auch erleichtern können. Du hast die Empathie erwähnt, die Offenheit, die Neugier, auch ganz viel das Zuhören. Mhm. Vor allem in den Zeiten der Sprachlosigkeit, aber ich glaube auch sonst schadet zuhören nicht. was habe ich noch vergessen? Das ist eben, das war so der Antrieb auch von Dunja, dass es diese Räume halt auch gibt, diese Begegnungsräume, weil sich gewisse Communities oder Menschen einfach nie treffen würden, weil sich das einfach im Alltag nicht ausgibt. Und dass man dann sowas wie bei den Wanderungen oder so eine Möglichkeit schafft, dass plötzlich dann ein Freund aus Palästina, dass der dann neben einer Freundin aus Wien gehen kann und die plötzlich ins Gespräch kommen. Die halt sonst einfach keinen Berührungspunkt im Alltag gehabt hätten. Also das ist auch so eine große Motivation von mir. Und ich glaube, da gibt es eh auch unglaublich viele Projekte und Initiativen und da braucht es irgendwie trotzdem, also das Gefühl, da kann es nicht genug geben. So einen Rahmen zu schaffen oder einen Raum zu schaffen. Ja, Rahmen für Begegnung. Ich glaube, Zeit für Begegnung haben wir auch herausgearbeitet. Ohne die geht es nicht. Ja. Ohne die bleibt dieses oberflächliche aneinander vorbei flutschen. Mhm. Sarah, dann möchte ich dir abschließend noch die Mutmacherei-Fragen stellen. Was macht dir Mut?
Das Gemeinsame zu erkennen macht mir Mut. Gemeinsame den Menschen zu erkennen und zu sehen eben, dass die Unterschiede so klein sind und die Gemeinsamkeiten überwiegen. Okay. Und wofür brauchst du Mut? Jetzt gerade für Dunja. Also ich merke, es ist gerade Neuland und ein neues eigenes Projekt. Das ist irgendwie schon sehr aufregend und da braucht es auch Bestärkung von außen, merke ich, um da voranzugehen und mich zu trauen, rauszugehen mit Ideen. Ja, das ist jetzt gerade sehr aktuell. Welche Form von Bestärkung würde da helfen? Also momentan für das Gespräch gerade mit dir irgendwie dann eingeladen zu werden und Möglichkeit zu haben, darüber zu erzählen, Menschen, die den Link verbreiten und weiterschicken, Menschen, die zur Wanderung dann kommen, wenn es wieder möglich ist, also die sich da anmelden, genau, und auch jetzt einige E-Mails bekommen in der letzten Woche, die einfach sagen, schön, was du machst, mach weiter, also auch das war immer eine große Freude, das so zu hören. Ja, liebe Sarah, dann wünsche ich dir, dass das alles eintritt und noch viel mehr. Und ich glaube, du hast jetzt ganz, ganz vielen Menschen, die das hören werden, sehen werden, Mut zur Begegnung gemacht und so viel auch gezeigt, was Begegnung sein kann. Und wie einfach sie im Grunde genommen auch sein kann, wenn man ein paar dieser Werkzeuge nimmt, die im Grunde genommen auch jeder Mensch zur Verfügung hat. Und wie einfach es dann auch ist, wenn man sich darauf einlässt, dieses Gemeinsame, das du so schön herausgearbeitet hast, zu finden. Und das werde ich mir auch ganz stark mitnehmen. Das wird mich durch den Tag tragen heute. Da danke ich dir ganz, ganz herzlich dafür. Es ist wunderschön, dass du beim Mood Talk zu Gast warst. Es war für mich ein ganz besonders schönes Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute, liebe Sarah. Vielen Dank. Danke, Ira, für die Einladung. Danke für dieses super unkomplizierte und sehr schöne Gespräch. Danke, du. Alles Liebe und auf bald mal, gell? Ciao, Sarah. Bald. Baba. Ciao. Ciao. Mood Talks. Powered by die Mood.